Hier habe ich also das Tankschloss von der Boldor und zwar habe ich den Riegel heute gepulvert. Hier ist er mal. Und den versuche ich jetzt da wieder einzubauen. Es ist ein bisschen Farbe da reingekommen und das habe ich schon rausgeschliffen. Und bei der Gelegenheit habe ich dieses Schloss jetzt mal auseinandergebaut, beziehungsweise wollte es mal reinigen. Und das ist mir auch eigentlich ganz gut gelungen. Hier bin ich mal ein bisschen mit Bremsenreiniger durch. Und jetzt mache ich hier ein bisschen Sprühfett drauf, denn da kommt man so schnell nicht wieder dran. Und deswegen will ich das jetzt einfach mal ein bisschen einsprühen von allen Seiten, damit sich die Schließbleche da wieder einwandfrei bewegen können. Jetzt darf man natürlich nur einen Fehler nicht machen, den Schlüssel rausziehen, sonst geht das nämlich alles in die Hose hier. Fünf Stück verteilen sich in die Richtung und wahrscheinlich fünf Stück in die andere Richtung mitsamt der Federn. Und dann ist nämlich Ende. Das findet man in der Werkstatt nie wieder. Und deswegen gebe ich jetzt einfach mal ein bisschen grob Fett drauf. Und baue das mir jetzt wieder zusammen. Hoffentlich habe ich jetzt genügend Farbe entfernt. So, man muss diesen kleinen Riegel hier reindrücken, damit er wieder zurück in die alte Position kommt. So, und auf der anderen Seite, da ist er, springt er also hier raus. Jetzt ist er fest, es bewegt sich einwandfrei. Und ich denke mal, das wird noch mal viele Jahre halten. Ich mache auch jetzt hier noch mal ein bisschen Fett drauf. Nicht nur, um da Fett zu haben, sondern auch, um da ein bisschen vor Feuchtigkeit zu schützen. Denn es ist natürlich nicht mehr damit zu rechnen, dass das Motorrad so häufig nass wird, wie es geworden ist in den letzten 40 Jahren. Aber trotz alledem, Feuchtigkeit kann immer irgendwo entstehen. Und deswegen gebe ich ein bisschen Fett drauf. Also es schließt einwandfrei. So, sollte man jetzt mal ein Schloss haben, was man auseinanderbauen möchte, dann ist das mit dieser kleinen Riegel, den man zur Seite drücken muss und dann kann man das nach hinten rausziehen. Aber das geht auch nur, wenn man den Schlüssel hat. Sonst geht das nicht. Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich die kleinen Schließbleche ändern, falls man ein Schloss hat, wo man keinen Schlüssel mehr für hat. Kann man dann damit rumexperimentieren. Vielleicht kann man dann wieder ein Schloss gangbar machen. Jetzt kommt hier der Deckel wieder drauf. Der Verschluss kommt jetzt hier drauf. Den muss ich erstmal suchen. Den habe ich in einem kleinen Kästchen vor Wochen gesichert, als ich das auseinandergebaut habe. Aber das muss ich erstmal holen. So, da sind also jetzt einige Teile davon, die ich noch eben reinigen muss. Das ist eigentlich kein so großes Problem. So, und jetzt wird das nachher wieder mit Fett eingesetzt und dann passt das. Die Schrauben sind jetzt ziemlich gammelig, ziemlich rostig. Aber ich habe im Moment keine anderen. Das ist, glaube ich, M3 oder sowas. Also ist schon fast Uhrmacher-Zeugs. Und deswegen wird das eng für mich. So, hier ist der Verschluss. Jetzt kommt hier die kleine Feder noch rein, die auch gerne mal in der Gegend rumfliegt. So, und dann kommt dieses Schließblech drauf. So rum. Oder so rum. Oder wie rum.
Das kommt mir alles etwas komisch vor. Ich muss mir mal gerade ein Schloss holen und mal sehen, wie das zusammengebaut war. So, das habe ich hier. Jetzt ist dieses Gummiteil noch oben drüber. Ja, das ist vorne flach. Brauche ich gar nicht auseinanderzubauen. Das liegt genauso rum richtig. Genau. Okay. Schmirakel. So, der Gummi. Ach, da oben ist er ja, genau. Ach, hier kommt doch dieses Gumminöppchen hier unten rein. Das kommt wahrscheinlich dahin. Oh, das ist ja eingerissen hier. Das ist nicht wirklich schön. Ich glaube, da baue ich das von dem anderen Schloss drauf. Das kann ich hier eben schön abmachen. Denn das ist noch unversehrt. Na, muss ich erstmal einen Schlüssel haben, einen Schraubendreher haben. Ist auch schon wieder fast Uhrmacherwerkzeug. Da ist auch noch eine Scheibe drunter. Ja, die habe ich tatsächlich auch. Ich habe immer Angst, dass mir irgendwas in der Gegend rumfliegt und ich es nie wiederfinde. Ah ja, jetzt sehe ich auch gerade, dass das Blech hier andersrum eingebaut ist. Und zwar mit dem Gewindeansatz nach oben. Verstehe ich das? Nicht wirklich. Aber vielleicht ist es auf der anderen Seite auch verkehrt. Aber es ist ja mal egal. Nein, das sitzt gar nicht wirklich gut. Das muss so. Dann sitzt das mit diesen Gewindeansätzen in dem Aluminium unten drunter. Dann ist das hier auf dem anderen Teil, glaube ich, mal falsch zusammengebaut. Ich habe wirklich seit Jahren versucht, dieses Schloss mal auseinanderzubauen, mal richtig auseinanderzubauen, so wie ich es jetzt auch hatte, und bin nie darauf gekommen, dass man den kleinen Riegel reindrücken muss. Erst im Boldor Forum hat mir jemand freundlicherweise den Tipp gegeben, da nochmal danke für. Sonst wäre ich bis heute nicht darauf gekommen, wie man das Ding auseinanderbaut. Okay, das sieht gut aus. Ja, manchmal kommt man einfach nicht drauf. Das sieht gut aus. Okay, das Tankschloss hat eine wundersame Wandlung vollzogen. Das war zwar auch schon in Silber und schön, aber ich wollte es einfach mal in meinem Pulverbeschichtungswahn auch gleich schwarz machen. Und ich finde, es ist ganz gut geworden. Okay, kann sich sehen lassen. Und kommt zu den Teilen, die ich
bereitlege, wenn ich den ganzen Krempel zusammenbaue. Jetzt mache ich nochmal einen Sprung in die Werkstatt, denn ich muss an dem Rahmen noch die Lagerschalen rausprügeln. Und das mache ich jetzt eben. Jetzt habe ich mir einfach hier einen kleinen Durchschlag gebastelt. Der müsste eigentlich gehen. Ich versuche das mal gerade rauszuschlagen. Oh, das klingt gut. Das Ding ist schon draußen. Die waren noch nicht besonders eingelaufen, aber wenn ich jetzt sowieso schon mal neu mache, den ganzen Rahmen und so weiter, dann kann ich auch gleich die Lagerschalen noch erneuern. Jetzt drehe ich den Rahmen mal um und versuche mal die andere Seite. Die ist in der Regel etwas schwieriger ohne passendes Werkzeug dazu. Will ich es mal gerade probieren. So, jetzt will ich mal mein Glück probieren. Hier komme ich nicht dran. Ich habe noch ein anderes Werkzeug, da will ich es mal mit probieren. Komme ich auch nicht dran. Der rutscht auch raus. Ich habe natürlich keinen Auszieher hier. Und all diese Dinge habe ich natürlich bei mir in der Garage. Und hier nicht. Wie immer muss man sich was suchen, wo es mit klappt. Das geht noch nicht. Ich habe das hier angeschliffen, diesen Betonstahl angeschliffen, damit er vorne etwas flacher wird. Aber das geht so noch nicht. Ich biege den jetzt noch mal ein kleines bisschen, damit wir irgendwie in diesen zurückgelegten Bund kommen. So, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt klappt. Ich muss den noch ein bisschen beischleifen, aber ich probiere es erstmal. Ich habe den jetzt so ein bisschen gekröpft hier oben, um da reinzukommen. Gefühlt sieht das schon etwas besser aus. Das hört sich nicht gut an.
Na gut, fühlt sich das nicht an. Nee, das ist Kacke. Da muss ich doch nach Hause fahren und mir ein Werkzeug dazu holen. Zumindest fällt mir im Moment nichts anderes ein. So, ich möchte nachher einen Zentralständer verwenden und den Hauptständer weglassen, und deswegen bohre ich jetzt hier die Löcher rein und schneide anschließend noch ein Gewinde hinterher, damit ich da die Aufnahmen für den Zentralständer machen kann. Eigentlich wollte ich kein Motorrad mehr ohne Hauptständer machen, weil es so müßig ist, Hinterrad zu wechseln oder mal eben die Kette zu fetten. Aber jetzt mit dem Zentralständer wird das sicherlich gehen. So, einfache Bohrung drin. Jetzt schneide ich hier noch Gewinde hinterher und dann passt das. Ich eben nochmal ansenken. So, da passt nachher der Gewindebohrer besser rein. Wunderbar.